Tag auch. Da ist er wieder. Kalle kocht. Jetzt kommt ein alter Küchenspruch. Heute machen wir mal die Ananas. Da musst du gar nicht Carmen lachen. Wir kochen heute fruchtige Currysoße für eure Steaks, für Geflügel, für Fisch vom Grill. Freut euch! Currysoße für eure Barbecue-Gerichte. Das geht wunderbar zum Geflügel, das geht aber wunderbar auch zum Fisch, zu Garnelen. Und am Ende, wenn ihr ein schönes Kalbsteak habt oder irgendein helles Fleisch vom Grill, fruchtige Currysoße. Ich liebe es. Einen ordentlichen schmatzigen Schuss Olivenöl haben wir jetzt in unserem Topf. Das wird erwärmt. Da geben wir jetzt einfach schon mal die Zwiebel hinein. Die darf schon mal so ein bisschen schwitzen. Und in der Zeit, wo das hier so ein bisschen Fahrt aufnimmt, Aroma bekommt, schneide ich noch ein bisschen Zitronengras klein. Habt ihr ja in meinen Filmen bestimmt auch schon gesehen. Carmen, hast du das eigentlich schon gesehen, wie ich Zitronengras schneiden kann? Früher, wenn ich hier angegeben habe mit meinem Messer, wie schnell ich schneiden kann, bist du auch mal näher rangekommen, ne? Ach so. Um den Zuschauern zu beweisen, wie schnell man sowas schneiden kann. Aber das ist ja, du stumpfst auch, glaube ich, langsam ein bisschen ab, weil du einfach zu viel Schönes bei mir siehst. So, wir haben hier Zwiebeln, wir haben Zitronengras. Was der Hintergrund gerade am Piepen ist, das ist unser Kuchen, der ist jetzt fertig. Zeigen wir euch ein anderes Mal. So, da haben wir Zwiebeln, Zitronengras am Schwitzen. Da geben wir jetzt unseren Apfel oben drauf. Das Ganze darf natürlich nicht braun werden, aber das wisst ihr ja als Stammseher. Wenn etwas angeschwitzt werden soll, dann wollen wir an die Aromen heran. Es soll aber keine Farbe nehmen. Zu den Zwiebeln, zu dem Zitronengras geben wir jetzt auch unsere Ananas. Auch die zärtlich erwärmen, anschwitzen. Müsst ihr mal machen beim Kochen. Carmen, lachst du oder hustest du? Carmen ist die einzige Kamerafrau, die wirklich eine geniale Kamerafrau ist, aber in Sachen Ton sagt sie, nee, das ist nicht mein Job, das soll mal der andere machen. Banane. Banane, du bist fällig, ich pay dich. Die Banane, einfach jetzt da oben drauf geschnitten, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn sie so ein bisschen braun ist, so ganz klein bisschen, ist das gar nicht schlimm, weil ich will die Süße. Darauf kommt es mir an. Carmen. Carmen, kannst du mit mir reden? Findest du, dass das jetzt lecker aussieht oder was sagst du dazu? Das riecht auch schon lecker. Und es war nicht eingeübt, es war nicht geprobt. So, das Ganze schwitzen wir jetzt an. Nochmal, darf keine Farbe nehmen. Dann kommt unser mildes Currypulver. Welches Curry ihr dann nimmt, bleibt euch überlassen. Es gibt 7 Millionen verschiedene Sorten. Ihr werdet euer Curry im Schrank haben. Genau das nehmt ihr jetzt dafür. Das Ganze muss jetzt abgestäubt werden. Curry bitte niemals, aber wirklich niemals, und wenn ich sage niemals, meine ich niemals, in eine fertige Soße hinein rühren, schütten, geben, weil Curry soll auch ein bisschen angeschwitzt werden, weil ich erzähle euch nichts Neues. Curry ist eine Gewürzmischung aus verschiedensten Gewürzen und da wollen wir eben auch einmal an die ätherischen Öle heran. Das soll sich entwickeln. Wenn wir das einfach reinstreuen, dann hat das manches Mal so einen bitteren Charakter. Das wollen wir nicht. Wenn also das Currypulver hier auch ein bisschen Temperatur bekommen hat, dann geben wir jetzt noch die letzte Frucht dazu, unser Orangensaft, frisch gepresst. In diese Soße gießen wir jetzt ein bisschen Kokosnussmilch hinein. Vom Verhältnis Frucht zur Kokosnussmilch mache ich immer so ungefähr 1:1. Dann habe ich so viel Bindung drinne, dass ich hinterher nichts mehr brauche mit Mehl, mit Mondamin, mit diesen ganzen Geschichten. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen, zeige ich euch gleich. Und dann kommt mein Freund ins Spiel, dann wird es püriert. Fertig! Currysoße kocht. Unser Fruchtanteil ist gar. Wir gehen mit der Temperatur runter. Können Sie auch ein bisschen ausschalten.
unseren Pürierstab und das Ganze wird jetzt püriert. Wenn ich jetzt so machen würde, hätte Carmen Spaß. Das lassen wir aber lieber, weil irgendwann wird auch Spaß ernst. Das Ganze wird püriert. Jetzt sind alle Früchte püriert. Wir haben einen wunderbaren Glanz. Wir haben eine wunderbare Bindung. Das Ganze schmecken wir jetzt noch ein bisschen, ich vermute mal mit einer kleinen Prise Salz und ein bisschen frisch gemahlenem Pfeffer. Kann nicht schaden. Denn im Prinzip ist ja unsere Kokosnussmilch noch Natur. Und ich gebe immer einen ganz kleinen Tropfen Honig jetzt hier noch hinein, um das Ganze noch ein bisschen runder zu gestalten. Carmen, gib mir mal die Kamera, du schnappst dir mal einen Löffel und du probierst das Ganze mal. Jetzt, so. Jetzt sollen die Leute auch mal sehen, dass es auch eine Kamerafrau Carmen gibt. Das ist also die Carmen. Hallo Carmen. Hallo. So, Carmen probiert das Ganze jetzt mal. Und das ist jetzt hier ohne Schnitt und ohne Vorbereitung. Oh, total lecker. Berichte mal, wonach schmeckt die? Nach Ananas, Orangen, Äpfel und Curry. Nein, Curry schmeckt sie auch nach? Ja, aber schmeckt total lecker. Jetzt noch einen schönen Scampi dabei. Okay. Und Hähnchenfleisch vielleicht, mag ich ja auch total gerne. Mhm. Und dann können wir essen gehen, oder? Und wisst ihr, was das allerbeste ist an dieser Soße, die Carmen ja so toll findet? Das allerbeste ist, die kann man heiß essen, so wie sie jetzt ist, oder ihr füllt sie einfach in Gläser ab und dann rein in den Kühlschrank und dann habt ihr sie als kalte Soße für eure Steaks. Also, das ist die Kamera, die Frau, die Carmen, die will jetzt schon nicht mehr. Ich heiße Kalle, ich bin weg und ich sage tschüss.